Hallöchen zusammen, willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider, zweiter Teil. Dieser wird vermutlich nicht so lange wie der erste. Der erste war über eine Stunde. Ich habe mir nachher gedacht, what the fuck, ey, das waren 100, weiß ich nicht, 50 Gigabyte oder so. Und ich so, alter Fifi, ey, das ist viel zu lang und viel zu viel Gigabyte. Deswegen, ich werde mir jetzt auch mal eine Stoppuhr anmachen, glaube ich, weil ich kriege da, man ist dann so in diesem, sag mal schnell, so, Start. Man ist so im Spielfluss drin, dass man das gar nicht mitbekommt, dass man wirklich hier schon eine Stunde sitzt. Das ist halt das Coole an diesem Spiel, finde ich. Ihr habt nichts verpasst, wie ihr seht. Wir sind immer noch hier an diesem Dschungel, wo wir das letzte Mal aufgetaucht haben, im Amazonas sogar. Sehr schön. So. Videosequenzen werde ich mich jetzt auch drin lassen, weil ich ja nie genau weiß, das geht ja nahtlos in das Spielgeschehen über. Von daher, ich lasse mich jetzt mal oben rechts in der Ecke. Was soll's. Boah, ist die scharf. Alter, wie viel. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet, verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Ich frage mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es erschien mir, als hätte ich etwas erweckt. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Wir müssen einander vertrauen. Hey, da drüben ist vielleicht was. Wirklich? Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Versuchen wir es morgen nochmal. Wir sind schon so nah dran. Trinity würde sich davon auch nicht abhalten lassen. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kubakiaku absetzen. Dann los. Ja. Ah, okay. Habt ihr gesehen, was Jonah für eine Kette hat? Das sah aus wie Analkugeln, die der hier um den Hals hat, ey. Crazy. Crazy shit. So. Ich bin offensichtlich gelandet. Oh, wo ist Jonah denn? Thank you.
Oh, ich darf mich bewegen. Das ist doch schön. So, warte mal. Was heißt diese Plus 1? Ich habe ja irgendwas bekommen jetzt. Was ist das eigentlich? Momentan. Ach, das ist der Zoom. Ich werde irre. Okay. Wo kann ich denn... Ah, nee. Herstellen? Nein. Hä? Moment. Also hier kann ich schon mal nichts machen. Hier ist nichts. Okay. Auf Tab. So, da muss ich hin. Sprich geradeaus. Aber wie kann ich hier irgendwas von wegen plus 1 und so regeln? Was habe ich denn da? Habe ich das jetzt hier alles schon erlernt? Oder noch nicht? Nee, das ist klar. Das ist, nee, Moment. Das ist der Guide. So, also das... Klar. So, und wie kann ich denn jetzt hier... Ach, scheiß drauf. Boah, die hat so einen geilen... So, Fähigkeitspunkt verfügbar. Ja. Und wie kriege ich das jetzt hier geregelt? Nebenmission, Artefakte, Guide. Ich drücke jetzt einfach mal alle Tasten. Was soll's? Also ich mache jetzt mal... Ich drücke mal alles wild durch die Gegend. Warte mal. Steuerung. Ja, tolle Steuerung. Tastenbelegung. So. Ja, toll. Habe ich eigentlich Waffen dabei? Okay, da hinten muss ich hin. So. Okay. Was es mit den Fähigkeiten auf sich hat, werde ich mir irgendwann mal reinziehen. Die sieht sogar schmutzig gut aus. Ey, Junge, Square, was habt ihr da gebastelt? Alter Fifi, ey. Die sieht ja die sieht einfach nur rattenscharf aus, die Frau. Ich habe noch keine schönere gezeichnete Spielerin gesehen. Spielerin. Hauptcharakterin gesehen. Als Lara Croft. Die ist unglaublich hübsch gezeichnet. Das ist Wahnsinn. Ach, da muss ich hin. Okay. So, trotz vieler Gräser und Bäume und das Tralala. Bewahre ich für später auf. Ruckelt hier, so wie ich das gerade sehe, gar nichts. Das erfreut mich zutiefst. Hallo? Jemand da? Oh, jetzt läuft sie, okay. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Was ist da oben? Viecher. Hatte ich jetzt Waffen? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, hatte ich nicht. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, fuck. Ich bin fast da. Das ist dieser Berg, von dem wir eben gesprochen haben. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Und da ist jemand, okay. Okay, hier runter wäre eine schlechte Idee. Ich laufe mal hier lang. Boah, das sieht so schön aus. Alter, ist das schön. Oh, Eiers. Nee, Federn. ja, und jetzt? Das sieht so weit weg aus. Komme ich da hin? Ich schaffe es tatsächlich. Okay. Ja, nur geh hoch. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. In 4K. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Es ruckelt immer noch ein bisschen, wenn ich mich bewege. Ganz flüssig ist es nicht. Aber mein Gott. Ich glaube mit einer 1080, nicht TI, wohlgemerkt, finde ich das schon eine sehr gute Leistung. Ach, da unten war das, okay.
Oh, jetzt hat es aber damit fies geruckelt. Oh. Hm. Naja, gut. Was haben wir denn da? Affen? Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ach ja, klar. Also ich muss dazu sagen, ich habe Rise of the Tomb Raider. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. So, bist fertig? Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Bist du jetzt fertig? Okay. So, ich habe Rise of the Tomb Raider nur ganz kurz mal angespielt. Ich habe von dieser Art Lara Croft noch nicht so viel durch. Ich konnte mich aber leicht erinnern, dass ich diese Fähigkeit nur bei diesen Lagern hier aktivieren kann, darf, soll, muss. So, Fähigkeiten freischalten, ja, ist klar, ich darf da drauf drücken, bla. So, was muss ich hier, was habe ich hier? Erholung des Pumas erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Hm. Sprünge sind leiser, das ist, glaube ich, sehr nützlich. Das machen wir mal. Hätte ich vielleicht gerade lesen sollen, wie ich das aktiviere, oder muss ich jetzt Enter drücken? Hallo? Ja. Erhalten? Kann ich das erhalten? Kann ich das irgendwie erhalten? Hallo? Ach, ich hab das... Okay. Okay, alles gut. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, erhalten heißt ich... Ne? Boah, Alter, dämlich. Okay, das habe ich also schon gelernt. Was haben wir hier? Das habe ich auch schon gemacht. Sie können schneller schwimmen. Okay. Automatisches Plündern. Oh, das ist geil. Hm. Lautlos Kills ohne Alarm. Also alles, was hier schon farblich hinterlegt ist, kann ich lernen. Das, was hier schwarz hinterlegt ist, noch nicht. Okay. Bum, bum, bum. Oh, die guckt auch so süß. Guckt auch, Mensch, herrlich. Was ist denn das Große hier? Das Große ist, glaube ich, dann dieser Überpunkt, ja. Okay. Oh. Ja. Hm. Nee, ich mach mal hier dieses, das Plündern. Das ist cool. Und jetzt habe ich noch zwei Punkte. Luft anhalten unter Wasser ist auch nicht so schlecht. So, okay. Was kann ich hier noch machen? Kein Zugriff. Verbessern Sie Waffen. Wahrscheinlich, weil ich keine Waffen habe gerade. So, okay. Ist das nicht Jonas? Ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Okay, dann machen wir das mal. Ich brauche was zum Durchschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ja, wie komme ich denn da hoch? Okay, so schon mal nicht. Kann ich hier so hoch? Hey, kannst du eigentlich irgendwas, Mädel? Bring doch mal da hoch jetzt. Oder muss ich... Kann ich hier hoch? Bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Guck mal, und zack, ist ihre Kleidung wieder sauber. So, und jetzt? Was haben wir denn hier liegen? Ich brauche Werkzeug, um das zu öffnen. Ja, ich weiß es doch. Da muss ich... Da kann ich doch rüberspringen. Verdammt! Was regst du dich denn so auf? Du hast doch dein Messer oder was auch immer du haben willst. Was haben wir jetzt hier? Da ist nichts. Kann ich jetzt hier durchschneiden? Immer noch nicht? Oh, was war... Oh! Was bist du denn? Jetzt muss ich da auch noch runter, oder was? Wie kann ich nochmal tauchen? Hallo, tauchen? Ah, okay. Was schnappen wir uns?
Schon wieder so ein Drecksvieh, Mensch. Alles klar. Und da ich jetzt länger die Luft anhalten kann, habe ich das auch überlebt. So, jetzt habe ich aber nicht mehr. Schwimmen Sie. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Was war das denn? Es muss schärfer sein. Oh, auch das noch. Bergungsgut sammeln. Was ist denn du da hinten für ein Ding? Kann ich gegen dich kämpfen? Nein, du läufst weg. Schade. So, warte mal. Bergungsgut sammeln. Alter, was muss ich jetzt machen? Ich lauf mal hier hoch. Geht das? Das geht. Ist das da hinten nicht zufällig? Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Was bist du denn? What? Da muss ich jetzt hin? Leck mir am Arsch. Nicht dein Ernst, ey. Ach du Scheiße, da bin ich ja völlig am Arsch der Welt. Und wieso kann ich mir Sachen nicht irgendwie markieren, dass es... Oder... Blumenpflückerin. Soll ich das machen? Hm. Boah, da bin ich ja völlig falsch. Warte mal, ich drehe mich nochmal eben kurz so hin. Ich muss tatsächlich da runter. Ja, leck mich am Arsch. Oder ist das gar nicht so weit? Das sah zumindest sehr weit aus. Mal eben gucken. Ach, das ist ja gar nicht so weit. Nee, alles gut. Dann habe ich nichts gesagt. Das sah jetzt aus wie so ein 5 Kilometer Fußmarsch oder sowas. So, wo bin ich jetzt? Ah, guck an. Ach, das... Ja, ach was, ey. Oh, Alter. Ich bin heute... Was muss ich denn jetzt machen? Bergungsgut sammeln, um das Messer zu wetzen. Bergungsgut. Ist das vielleicht doch hier unten? Gehe ich wieder runter? Nee. Wo zum Fick muss ich hin? Hör raus, hier, komm. Nicht scharf genug. Ist denn Bergungsgut? Kann ich das hier machen vielleicht? Nee, kann ich nicht. Ja, so weit bin ich auch schon gekommen. Was ist das hier eigentlich? Ein Grab, okay. Bergungsgut. Was ist das? Ach ja, das ist Blumenpflücker-Scheiße. Ja, Freunde, ich bin gerade ein bisschen... Kann ich mir nicht vielleicht mal eine Karte anzeigen lassen? Wäre das nicht mal was? Nee, da schon mal gar nicht. Gameplay vielleicht? Ich hätte gerne auf jeden Fall eine Karte. Kamera wackeln reduzieren, das ist auch mal nicht schlecht. Was ist das? Weg. Wo muss ich da oben hin? Ich weiß es echt nicht.
Hallo, kann ich dich töten? Bist du mein Bergungsgut? Nein, das mit seinem Kinn unterwegs, das mache ich nicht. Ja, Freunde, ich... Ach, ist das das hier? Ja, selbstverständlich, das sind diese Kisten, oder? Ein bisschen zu wenig. Ja, ach ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein. So dämlich kann doch keiner sein wie ich. So, das habe ich gesammelt. Geht das jetzt vielleicht? Es ist nicht scharf genug. Nee, noch nicht, okay. Also da ist ein Seil. Hier unten bin ich gewesen an dieser Kiste. Ah. Okay, und dann ist aber noch irgendwo eins. Das schon mal nicht. Nehmen wir trotzdem mit. So, wo ist denn das dritte? Da gehen zwei ab. Da bin ich gewesen, da bin ich gewesen. Und wo noch? Da muss ja noch ein Seil sein. Beziehungsweise noch so eine Kiste. Aber wo? Aber vielleicht hier oben? Nö. Warte mal, ich stelle mich noch mal eben kurz... Oder was ist das? Kann ich hier oben rauf? Hier sieht nicht so aus. Aber hier kann ich rauf. Und da kann ich rauf. Und da ist noch was. Fähigkeitspunkt, sehr schön. Ach Quatsch. So, ich sehe zwei Seile. Suche nach zwei verfickten Kisten. Das kann aber nicht wahr sein. Drei, Entschuldigung. Nicht zwei. Es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Da ist er. Na, ich also. Habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Jetzt muss ich wetzen. Da oben ist das Lager. Jetzt lauf doch! Meine Fresse. Schwere Geburt. Ach so. Zack. Fähigkeiten lasse ich erstmal außen vor. Das müsste scharf genug sein. So. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ja, das da oben. Ausrüstung, endlich. Ach, die Mädel. Bin nur hoch mit dir. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Miguel, wo bist du? Verdammt! 19 Pfeile habe ich, okay. Wer ist nochmal Miguel? Ich hab's vergessen. Ich habe jetzt eine Woche nicht gezockt, ey. Runter da. So. Miguel! Oh, Ruckel. Das gefällt mir gar nicht.
Miguel? Wo bist du? Oh nein. Oh oh. Miguel? Miguel? Wir folgen mal der Blutspur. Miguel? Die ist ja nicht zu übersehen. Aua. Geil. Okay, jetzt muss ich ein bisschen auf. Was ist das? Hier muss ich vorsichtig sein. Ja, besser ist. Freunde, ich hasse ja Cliffhanger, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Würde sagen, im nächsten Teil kümmern wir uns um diesen komischen, gefleckten, Tiger gepaart, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Ich habe nur noch 19 Pfeile. Hoffentlich kriegen wir ihn. Ob wir ihn kriegen, nächster Teil, nächsten Samstag. Bis dahin, ciao, tschüss.